Mitten in der Südtiroler Alpenlandschaft birgt sich ein unscheinbares Tal. Von 800 Metern bis rauf auf 3760 Metern ist dieses Gebiet eins der schönsten. Früh um 4. Ich und meine Familie machen sich auf Richtung Süden, um am Mittag in Italien anzukommen. Obwohl Corona Schwierigkeiten bei Grenzkontrollen bereiten könnte, fahren wir durch. Geschafft vom langen Autofahren, genießen wir unsere Ankunft. Neben einer kleinen Besichtigung des Dorfes, in dem wir uns quartiert haben. Die am Westhang liegende Siedlung, eingeschlossen in Wiesen, weist neben drei Unterkünften, Schule und Kirche keine große Besonderheit auf. Dafür muss man sich schon ein bisschen höher kämpfen. Aber das sehen wir morgen. Nach einem gemeinsamen Frühstück machen wir uns steil bergauf zur Säuerm. Abwegs von jeglicher Straßenverbindung hat man hier einen wunderbaren Blick ins Tal. Am nächsten Tag ging es zum Talschluss. Auto abstellen ist hier eher nicht möglich, dafür lohnt sich die Wanderung im Naturpark. Neben der Pilmerschlucht und zahlreichen Aussichtspunkten findet man die Zufallhütte. Mit der Selbstbedienung hat man hier sein Essen schnell. Der Weg dorthin perfekt für die Familie geeignet. Wer noch mehr möchte, kann sich bis zur Marteller Hütte auf 2610 Meter kämpfen. Jegliche Speisen in diesem Tal sind empfehlenswert, genauso wie hier. Eigene Küche, das ist hier der Standard. Außerdem bietet der zu Fuße liegende Bach für Kinder die perfekte Möglichkeit, eine Pause zu machen. Der nächste Tag. Unser Ziel, die Liffey-Alpen. Langsam steigen wir auf, bis wir den Marteller Höhenweg erreichen, der sich über den Stausee hinweg bis fast zum Talanfang zieht. Auf diesem Weg entdeckt man nicht nur die Alm und ein weiteres Gutshaus, was am Wochenende nur mit Registrierung geeignet ist, nein, auch kleine Wasserstraßen und eine Menge Tiere. Der Blick auf den Stausee toppt alles. Klares, blaues Wasser. Aber auch bis zum Talschluss lässt sich längere Zeit blicken. Für alle Lost Place Erkunder, ja, dort steht ein Hotel. Der Eintritt ist aber nicht möglich. Auf der anderen Seite des Marteller Höhenwegs befindet sich neben dem vorderen Rotspitz keine weitere empfehlenswerte Tour. Diese findet ihr allerdings in einem anderen Video, genauso wie die Burg am Talanfang. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr diese gerne unten in den Kommentaren stellen.